sind wir wieder. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Tomb Raider. Ja, Leute, jetzt hatten wir das ganz spannend hier vor der Tür. Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Und dann jetzt los. Öffnen wir mal die Tür hier. Ah, Moment. Nein. Nein! Okay. Jetzt noch hier das Buch holen, das habe ich gerade entdeckt, ne? Und ja, ich will es ja nicht vergessen. Schatz, bitte, denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Okay, das beweist natürlich auch wieder, dass es ein schmieriger Halunke ist. Und ich denke mal, dann hätte ich hier auch das nächste Tagebuch entdeckt. Was ist die ganze Liste? Ah, hier ist ja noch eins. Aha. Nun gut. Öffne ich jetzt aber diese Tür, jetzt bin ich einverstanden damit. Diese Frauenabbildung auf dem Tor, dem Alter der Symbole nach, könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Aha. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Aha. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. So. Tu, was sie sagen. Nein, das Ganze ist so wirklich etwas deine Pistole dumm gelaufen. Idi. Und auch noch Russisch, klasse. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Hilfe! Lara! Kannst du was buchreit, Machi? Tut ihn nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыбнуть! Ja, keine Ahnung, was du gesagt hast.
ganz ehrlich, ist mir auch egal, was er gesagt hat, aber ich werde jetzt hier besser schauen, welche da, ich sehe sie! Hey, ich hab doch nur hier gestanden. Mann! Ich dachte jetzt nicht, dass sie sofort schießen hier. Aber okay. Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei! Nee, da kann ich ja jetzt nicht hin. Mist. Wie sieht's aus? Ich finde sie nicht. Geh weg! Komm weiter! Da, vor die Schuhe. Oh Gott! Diese Gruppe hat's echt in sich. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir finden neue Rekruten. Ja, okay. Da jetzt auf einmal. Hier ist alles klar. Such weiter den Berg rauf. Ich würde mal sagen, da rein. Wir gehen jetzt auch nirgends mehr. Че, думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Oh, shit, damn. Лучше не зли меня. Я всех не знаю. Verdammt, da hab ich den Moment verpasst. Sorry, Leute. Ich bin gerade nicht ganz... Эй, ты! Wach. Выходи давай! Лучше не зли меня. Okay, F. Ey, was zum Teufel? Ich drück doch F. Oh nein. Nein. Hallo. Soll ich mal schauen. Es geht aber auch so schnell. Она тоже была порадочной стервой. Это твоя нафига. Nein! Das ging hier... Das geht immer so schnell, verdammt. Выходи давай! Nein! Nein, sorry Leute, es wird etwas dauern vielleicht. Und Dietrich. Denn das Ohr ab. Anna Torsche will apparatisch. Dann kommt nochmal Ziel. Ja. Ey. Gott. Dann drücke ich auch noch und... Hey, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня! Es könnte etwas schwerer werden. Oh nein. Hey, ты! Выходи давай! Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das schaffen werde, Leute. Okay. Oh
Она тоже была порадочной. Nein! Ah, verdammt! Das kann ja wohl nicht sein. Выходи давай! Не зли меня! Я всех не знаю. Ja, der unser Quest jetzt hier. Она тоже была порадочной. Ey! Alter! Ich glaub, die Tastatur ist im Arsch. Ich drücke ja schon trotzdem. Выходи давай! Лучше не зли меня. Ja, Russe. Ja. Ich hab ja nichts gegen Russen, aber trotzdem. Der gefällt mir überhaupt nicht. Она тоже была порадочной стервой. So, jetzt aber mal etwas höher ziehen. Scheiße. Da ist nicht mal mehr eine Kugel drin. Ja. Oh, Lara, auf so viel Krach zu machen. Da komme ich jetzt nicht mehr rein, schade. Okay, das brennt jetzt sehr schön hier. Kein Schuss und keine Pfeile, ey. Ich hab da überhaupt nichts. Nicht gut aus. Pfeile. Da ist noch eine! Die ist dahinter! Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist! Du hast keinen Ausweg! Da kommt keiner mehr. Mal checken, was gibt's denn hier alles. Okay. Okay, ich denke mal jetzt lauern hier auch noch ein paar. Tötet sie! Tötet sie ab! Du wirst da
richtig mies. Ah, Munition ist voll, okay. Ich dachte jetzt nicht, dass die Munition voll ist, aber auch gut. Jetzt werde ich hier überspringen müssen. Dann... Immer dasselbe. War es denn wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Scheiße! Ja, es würde da zufällig jemand umkippen, ne? Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Okay. Ihr Schweine, ey. Schiff. Das ist aber auch nicht ganz schön. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Oh, da ist ja Geocaching. Ausgezeichnet. Und, Pfeile sind voll. Auch gut. Aber ja, da wird die Lara leider zur Jägerin. Ich würde nur sagen, ich gehe jetzt nochmal hier schauen. Sieht hier überall etwas groß aus. Mit vielen 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote. Und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Ja... Hier geht etwas sehr Merkwürdiges auf der Insel vor sich. So viel ist schon mal sicher. Ich werde hier noch ein wenig umschauen. Es sind noch ein paar Wachen. Ich denke, die schalte ich jetzt aus. Falls ich da herankomme. Licht an, ja.
keine Rekruten in unseren Wald entkommen. Vielleicht gibt's da eine kleine Jagd? Nein, Vater Matthias erledigt das selbst. Wir sollen uns raushalten. Was? Warum? Habt ihr was gehört? Moment, ich seh nach. Ja, geh dahin. Geh schön dahin. Und was zur Hölle? Es geht auch mal ganz locker dahin. Das war sein Ende. Hier waren noch mehr. Da waren ja noch Lichter und... da bin ich jetzt etwas skeptisch, ob da jetzt nicht doch noch ein paar von diesen Mistkernen auftauchen werden. Oh, noch ein kleines Lager. Ich muss mal sagen, zuerst danke ich diesem Banditen hier für gratis Munition. Dann würde ich sagen, beende ich den Part hier, Leute. Und was uns denn erwartet, seht ihr in der nächsten Folge von Tomb Raider. Bis dahin, ciao.